Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray. Der Künstler ist der Schöpfer schöner Dinge. Die Kunst zu offenbaren und den Künstler zu verstecken, ist die Aufgabe der Kunst. Der Kritiker ist der, der seinen Eindruck von schönen Dingen in eine neue Form oder ein neues Material übertragen kann. Die höchste wie die niedrigste Form der Kritik ist eine Art Selbstbiografie. Wer in schönen Dingen hässliche Absichten entdeckt, ist verdorben, ohne charmant zu sein. Das ist ein Fehler. Wer schöne Absichten in schönen Dingen findet, ist kultiviert. Für ihn besteht Hoffnung. Die sind die Auserwählten, denen schöne Dinge einzig Schönheit bedeuten. So etwas wie ein moralisches oder unmoralisches Buch gibt es nicht. Bücher sind gut geschrieben oder schlecht geschrieben. Weiter nichts. Das Missfallen des 19. Jahrhunderts am Realismus ist die Wut Calibans, der sein eigenes Gesicht im Spiegel sieht. Das Missfallen des 19. Jahrhunderts an der Romantik ist die Wut Calibans, der sein eigenes Gesicht nicht im Spiegel sieht. Das moralische Leben des Menschen gehört zum Gegenstandsbereich des Künstlers, aber die Moral der Kunst besteht im vollkommenen Gebrauch eines unvollkommenen Mediums. Kein Künstler will etwas beweisen. Selbst Wahrheiten können bewiesen werden. Kein Künstler hat ethische Sympathien. Eine ethische Sympathie bei einem Künstler ist eine unverzeihliche Maniertheit des Stils. Kein Künstler ist je dekadent. Der Künstler kann alles ausdrücken. Denken und Sprache sind für den Künstler Werkzeuge einer Kunst. Laster und Tugend sind für den Künstler Materialien einer Kunst. Vom Standpunkt der Form ist das Urbild aller Künste die Kunst des Musikers. Vom Standpunkt des Gefühls ist das Handwerk des Schauspielers das Urbild. Alle Kunst ist zugleich Oberfläche und Symbol. Wer unter die Oberfläche geht, tut es auf eigene Gefahr. Wer das Symbol deutet, tut es auf eigene Gefahr. In Wahrheit spiegelt die Kunst den Betrachter und nicht das Leben wider. Meinungsverschiedenheit über ein Kunstwerk zeigt, dass das Werk neu, vielschichtig und lebendig ist. Wenn die Kritiker uneins sind, ist der Künstler einig mit sich selbst. Wir können einem Menschen verzeihen, dass er etwas Nützliches gemacht hat, solange er es nicht bewundert. Die einzige Entschuldigung dafür, dass einer etwas Nutzloses gemacht hat, ist, dass man es sehr bewundert. Alle Kunst ist völlig nutzlos.